Willkommen zurück auf dem Kanal von Safe. Es ist Folge 7 und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Also wir haben jetzt ein neues Projekt. Die Birnen sind reif. Ja? Bei Birnen fängt das schon teilweise Ende Juli an. Wir haben jetzt Anfang September und ja, bei uns ist es jetzt so langsam soweit. Wir haben da zwei verschiedene Sorte. Wir haben einmal eine etwas ältere Sorte, ziemlich unförmig, eine richtig dicke, ledrige, wachshaltige Haut. Perfekt, um die Birnen zu lagern. Und die andere Sorte ist so eine Standardsorte, die jeder kennt, Williams Christ. Ich habe alle drei Bäume, Kirschbaum, Apfelbaum und Birnbaum, radikal zurückgeschnitten und wir haben ihn jetzt ein paar Jahre wachsen lassen, auch die Wassertriebe, einfach mal, dass er sich so regulieren kann und jetzt sind wir so weit, dass er viel trägt, dass er viel Power hat und jetzt geht es darum, die Power halt in die Frucht zu bringen. Nächstes Jahr weniger Früchte, größere Früchte, bessere Verteilung auch unter den Sorten. Deswegen habe ich da jetzt wieder radikaler geschnitten. Das andere Problem war, der Baum ist einfach doppelt so groß, wie er sein sollte. Die Beeren, die unterhalb des Baumes sind, die hatten echt dieses Jahr Probleme mit dem Licht und deshalb mussten wir da jetzt eingreifen, beziehungsweise habe ich da eingegriffen. Das Einzige, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt des Videos halt nicht bewerkstelligen kann, ist ganz, ganz oben. Da brauche ich noch einen Hochentaster. Den nehme ich mir mit aus dem Schrebergarten, aus dem Generationengarten. Und das wird dann nachgetragen, weil da wird noch was entstehen. Also beginnen wir mit dem Clip vom Ernten und vom Zurückschneiden des Birnbaumes. We'll be right back.
Was? Schon fertig? Gut. Wenn die Birnen jetzt alle in Eimern sind und auch ein bisschen was an die Verwandtschaft schon verteilt ist, dann kann man sich jetzt hinsetzen und kann gucken, okay, ist das jetzt schon mal sortiert? Ne? Die Lageräpfel zu den Lageräpfeln, die Williams-Christ zu den Williams-Christ. Und dann ist es ganz wichtig, Vier-Finger-Spitzengefühl zu beweisen. Denn alle müssen geschält werden, also die Lageräpfel, Lagerbirnen natürlich nicht, sondern die Williams-Christ müssen geschält werden, dann geviertelt, dann entkernt, das heißt innen drinne der harte Strang und die Kerne müssen raus und dann fülle ich das auch direkt in Gläser ab. Ich mache das in zwei Arbeitsschritten. Der erste Arbeitsschritt ist erstmal, werden alle komplett geschält, alle nackig gemacht. Dann lege ich die in ein Wasser rein und in dem Wasser ist bei mir ist Zitrone drin, wahlweise geht auch Essig. Die Säure bewirkt einen chemischen Prozess und der macht die Williams-Christ-Birnen dann goldig. Ja, der zweite Schritt ist dann das Vierteln und das Entkernen oder das Beseitigen des harten Stranges in. Dann mache ich das direkt in die Gläser. Dann ist es so, altes Familienrezept, ne, da habe ich mal nachgeschaut, wie die das früher gemacht haben. Da kommt auf 1 Liter 500 Gramm Zucker. Und da dachte ich mir so, okay, hat das jetzt einen konservativen einen Grund für die Konservation, ja, genau. Und dann habe ich geguckt und eigentlich ist dafür nur der Druck entscheidend, der Prozess, der beim Druck passiert. So, dass du den Sauerstoff verdrängst, einen Unterdruck erzeugst, so dass der Deckel sich luftdicht an das Glas andrücken kann, vernünftig. Und dann ist das haltbar. Ne? Schön hinstellen, kühl lagern und weg vom Licht. Und deshalb habe ich den Zucker natürlich auf ein Minimum reduziert. Also wirklich richtig krass reduziert. Also ich habe jetzt insgesamt 12 Liter verbraucht und darauf habe ich insgesamt 1 Kilo Zucker gemacht. Also es ist wirklich absolute Minimum. Es sollen halt auch süße Birnen sein und die haben halt nicht so viel Fructose wie jetzt zum Beispiel die Lagerbirnen. Die Lagerbirnen, da brauchst du gar nichts bei. Wahlweise, ich habe jetzt ein Testglas mal ausprobiert, komplett ohne Zucker, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, weil dann würde ich in Zukunft auch darauf verzichten. Aber wie es so ist, im Internet stehen alle Meinungen, tausende Meinungen. Jetzt stört das Licht. Im Internet stehen tausende Meinungen. Ich möchte mich auch nicht so ganz an das was von früher halten und deswegen mache ich jetzt eigene Erfahrungen und ihr seid mit dabei. Beim nächsten Jahr könnt ihr auch vielleicht hier direkt mit am Start sein und euch was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 2 Clips. Den einen haben wir jetzt hier so ein bisschen untergebunden. Der eine vom Ernten und vom Schnitt, der andere vom Einkochen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt noch das Gewinnspiel und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch schon mal, denn das Licht will hier einfach komplett durch auf die Linse scheinen. Vielen Dank fürs Zusehen dieses Mal. Es kommt am Ende auch wie immer noch ein bisschen Real Talk. Ihr habt es euch gewünscht auf Instagram. Und deshalb freue ich mich, wenn wir uns bei Folge 8 wiedersehen. Stay safe! Ja gut, es tut mir leid, ich kann euch jetzt hier nicht irgendwie gierig machen und dann es nicht durchziehen. Soll ich es durchziehen? Ja? Dann drück gerade nochmal, gefällt mir. Dann zieh es durch. Okay, ich zieh es jetzt durch. Mmh.